Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Heute schauen wir wieder auf Linux. Wir haben ja letzte Woche unseren Debian-Server installiert und wollen uns heute auf dem ein bisschen umschauen, ein bisschen bewegen und dann vorbereiten, dass wir demnächst auch mal Apache und unsere Webanwendung installieren können. Wir werden heute vorwiegend uns anschauen, wie wir uns eigentlich auf dem Server zurechtfinden, mit welchem Benutzer wir unterwegs sind, wie wir von einem Benutzer in den anderen wechseln können, wie wir uns letztendlich Adminrechte für unseren normalen Benutzer geben können, damit wir nicht die ganze Zeit mit Root arbeiten und grundlegende Sachen wie zum Beispiel Dateien bearbeiten, wo die Dateien eigentlich liegen und wie eigentlich die Dateiberechtigungen unter Linux funktionieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir schauen uns heute die ersten Linux-Befehle an. Dafür werden wir unseren Debian-Server wieder starten. Und wer das Video letzte Woche gesehen hat, in dem wir den Debian-Server installiert hat, der ist vielleicht hier irgendwo in diesem Current State in den Snapshots. Das heißt, hat vielleicht noch ein bisschen was geändert an dem System, hat ein bisschen rumprobiert. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Base Install, also auf den Snapshot, den ich direkt nach der Installation gemacht habe, zurück über Rechtsklick Restore. Stelle diesen Status, den ich da vorher gesichert habe, wieder her. Und jetzt bin ich quasi hier im Current State direkt nach der Base Install. Das könnt ihr bei euch auch gerne machen. Die alten Snapshots gehen deswegen nicht verloren. Also der Snapshot, der hier angelegt worden ist, war quasi mein aktueller Stand. Zu dem könnte ich jetzt auch wieder gehen. Aber ich bin jetzt hier quasi wieder auf der alten Version oder auf dem alten Standpunkt. Und von dort aus werden wir jetzt weiterarbeiten. So, wir starten wieder den Server. Und hier sind wir jetzt auch schon bei unserer Login-Maske. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, zwei Benutzer, den Root-Benutzer, das ist der Super-Admin, also Root, R-O-O-T, und wir haben den Fmore-Benutzer angelegt, oder wie auch immer ihr den dann bei der Installation genannt habt. Das ist der normale Benutzer. Und unter Debian ist es zumindest so, dass das Programm sudo, das es uns erlaubt, Programme als Admin auszuführen, nicht standardmäßig für den neuen Benutzer konfiguriert ist. Das heißt, wir loggen uns erstmal mit Root ein. Was man im Alltag eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Mit Root wird in der Regel nicht gearbeitet, außer es ist absolut notwendig, wie in diesem Fall. Und ich kann das mal zeigen. Normalerweise können wir mit Who am I anzeigen, wer ich bin. Und mit sudo Who am I könnten wir diesen Befehl als Admin ausführen. So, sudo wurde noch nicht gefunden. Wir könnten alternativ auch mit sudo minus u die Angabe machen, als welcher Benutzer wir das explizit ausführen wollen. Dann könnten wir zum Beispiel fmore einmal machen, funktioniert natürlich jetzt auch nicht, weil der Befehl nicht da ist. Das heißt, das erste, was wir machen wollen, ist sudo installieren und das machen wir über den Paketmanager. Und in Linux gibt es unterschiedliche Paketmanager, je nach Distribution. Debian verwendet apt als Paketmanager. Das heißt, wir wollen apt install und dann das Programm, das wir eigentlich installieren wollen. Das heißt, in diesem Fall sudo. So. Apt holt jetzt von dem Repository, also von dem Server, wo die ganzen Pakete sind, dieses Paket automatisch runter, lädt es herunter und installiert es dann. Und wir sind hier auch schon fertig. Sudo ist ein recht kleines Paket. Das heißt, wir können jetzt nochmal diesen sudo whoami-Befehl ausprobieren. Da sind wir natürlich immer noch root, weil wir sowieso schon der Admin sind. Probieren wir das mal mit dem minus u. Und falls ihr nicht wisst, was ich hier mache, ich gehe einfach mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten. Dann kann ich alte Befehle quasi nochmal aufrufen. So, sudo minus u fmore who am I, also wer bin ich? Jetzt bin ich fmore. Das heißt, mit sudo kann ich Befehle standardmäßig als Admin oder eben mit dem minus u-Schalter für User auch als ein anderer Benutzer ausführen. Ich muss aber dafür die Berechtigungen haben, sudo herzunehmen. In dem Fall bin ich root und darf das sowieso. Fmore darf das aber nicht. Wenn ich das jetzt als fmore machen würde, dann hätte ich das Problem, dass fmore nicht in der sudo-Gruppe drinnen ist und als Admin nichts ausführen darf. Das können wir uns auch gleich mal anschauen. Exit, ich logge mich mal als fmore ein. So, sudo whoami. So, erstmal werde ich nach dem Passwort von fmore gefragt, weil für fmore oder für alle anderen Benutzer außer root standardmäßig das so konfiguriert ist, dass Admin-Abfragen nochmal mit dem Benutzerpasswort bestätigt werden müssen. Das heißt, ich gebe hier mein Passwort ein und diese drei Regeln, die hier beim ersten Mal vom Ausführen von sudo gezeigt werden, sind wirklich wichtig. Respect the privacy of others, also nicht sudo hernehmen, um irgendwie in die Benutzerverzeichnisse von anderen Leuten zu schnüffeln, wenn ihr irgendwie Kollegen habt, die auch User auf dem Server haben. Think before you type, ganz, ganz wichtig. Damit ist vor allem gemeint, bevor ihr Enter drückt an den Befehl, den ihr mit sudo ausführt, denkt nochmal gut darüber nach, ob das wirklich der richtige Befehl ist, ob ihr nicht gerade irgendwie aus Versehen einen Fehler macht, weil im Alltag passiert es zu schnell, dass man mal einen Befehl ausführt mit Adminrechten,
unter Linux, der potenziell Schaden anrichten kann und nicht nochmal nachgedacht hat, bevor man Enter gedrückt hat und irgendwas kaputt gemacht hat. With great power comes great responsibility. Ganz klar, seid einfach ein bisschen vorsichtig und macht keinen Scheiß damit. So. If more is not in the sudoers file, this incident will be reported. Das heißt, ich bin nicht in der sudo-File. Ich darf keine Sachen als sudo oder als admin oder generell über sudo als andere Benutzer ausführen. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal dieser Datei hinzufügen. Wir könnten uns jetzt wieder ausloggen und dann wieder als root einloggen. Es gibt aber in Linux den su-Befehl und mit dem su-Befehl kann ich Benutzer wechseln, ohne mich jedes Mal ein- und ausloggen zu müssen. So, das heißt, ich mache jetzt mal su minus mit einem Leerzeichen bedeutet, ich wechsle nicht nur zu root, sondern ich wechsle komplett in die Umgebung. Also ich könnte so root machen, dann wäre ich jetzt bloß kurz als root unterwegs, wäre aber immer noch mit den Variablen von fmore unterwegs, oder ich könnte so minus und dann wechsle ich wirklich komplett in ein Benutzerverzeichnis, wie als wenn ich mich mit root angemeldet hätte. Hier werde ich jetzt nach dem Passwort für root gefragt, was quasi wie eine normale Anmeldung ist, und dann bin ich wieder root. Sieht man vorne in der Zeile root@debian, kann ich aber auch mit whoami wieder überprüfen. So. Jetzt kann ich fmore zu der sudoers-Datei hinzulegen und die liegt unter, schauen wir mal, mit ls kann ich mir Dateien anzeigen. Schauen wir erstmal, was eigentlich in unserem Verzeichnis liegt, in dem wir gerade sind. Fangen wir mal so an. Da liegt scheinbar nichts. Wenn ich mit ls-a mir alle Dateien anzeige, sehe ich, okay, da liegen doch ein paar. Die fangen alle mit einem Punkt an und Punkt unter Linux sind Dateien, die ausgeblendet sind. ls-a zeigt mir die Dateien nebeneinander an, das finde ich nicht so schick. Deswegen mache ich mal ls-l für Liste a und dann wird mir das hier schön als Liste angezeigt. Das heißt, ich habe links die Informationen zu den Dateien und ganz rechts dann den Dateinamen. Aber wo bin ich eigentlich? In welchem Ordner befinde ich mich eigentlich? Wo auf meiner Festplatte? Das schauen wir uns gleich mal an. Mit pwd kann ich Print Working Directory mir den Pfad anzeigen von dem aktuellen Ordner, in dem ich mich befinde. Und das ist in diesem Fall slash root. Und wer mit Linux noch gar keine Erfahrung hat, wird sich vielleicht wundern, warum steht da nicht C Doppelpunkt, wie man das unter Windows kennt. Bei Linux ist es so, dass alle Dateien unter slash liegen. Also wenn ich mal ls-la slash mache, dann bin ich quasi am obersten Punkt in meiner Festplatte und da werden mir die ganzen Systemdateien angezeigt. Also da haben wir so Sachen wie zum Beispiel der zweite Ordner ist Boot, da liegen die ganzen Boot-Dateien drinnen. Wir haben etc, wir haben dev, da liegen die ganzen Devices, also die ganzen Gerät-Dateien drinnen. Wir haben etc, da liegen die ganzen Konfigurationen. Wir haben Home, da liegt unser Benutzerordner und so weiter und so fort. Da ist unter anderem auch irgendwo der Benutzer root, ein bisschen unterhalb in der Mitte. Und der Root-Benutzerordner liegt direkt unter Root. Und das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben Root, den Benutzer. Wir haben slash Root, das Benutzerverzeichnis von dem Benutzer Root. Und wir haben einfach nur slash, das heißt auch Root. Also Root in dem Verzeichnis bedeutet immer der oberste Punkt, quasi die Wurzel von dem Baum im Linux-Dateiverzeichnis. So, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Wir schauen jetzt einfach mal, wo waren wir? pwd slash root und in diesem Ordner haben wir uns die Dateien angezeigt. Wir hatten auch gesagt, dass unter ls slash etc Konfigurationsdateien liegen. Da können wir auch mal kurz reinschauen. Ich mache wieder ls-la, beziehungsweise a brauchen wir hier gar nicht, l reicht, wird uns bloß als Liste. Und da sieht man schon, hier sind einige Dateien und da sehe ich unter anderem auch die Datei sudoers und sudoers.d. Die würde ich jetzt gerne editieren. Ich möchte mal nur diese Datei anzeigen und deswegen mache ich pipegrep. Pipe ist in Linux eine Möglichkeit, um das Output von einem Befehl umzuleiten. Also ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann es zum Beispiel durch so eine spitze Klammer in eine Datei, sagen wir mal Befehltext, da aus geben, dann ist anstatt dass mir die Dateien in etc angezeigt werden, wird das Ganze in die Befehl.text weitergeleitet und mit dem Befehl cat könnte ich diese Befehltext jetzt ausgeben. Also wenn ich jetzt mir einfach mal den Inhalt von der Befehltext anschaue, kriege ich quasi wieder genau das gleiche wie dieser Befehl ls-l etc vorher in die Datei reingeschrieben hat. Wenn ich aber
diese Inhalte von etc, also das, was ich mir ausgegeben habe in dem Befehl, direkt weiterverarbeiten möchte, dann nehme ich nicht diese Pipe hierher, die in die Datei schreibt, oder alternativ könnte ich auch diese Pipe hernehmen, die auch in die Datei Befehl Text schreiben würde. Allerdings würde die die Datei nicht überschreiben, sondern den Inhalt an die Datei anhängen. Stattdessen möchte ich aber diese Pipe hernehmen, und wer das Zeichen nicht findet, das ist Alt-GR und dann links unten in der Tastatur direkt, wo die beiden spitzen Klammern auch sind, das ist die Pipe, mit der ich die Inhalte direkt weiterverarbeiten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Befehl angebe, sagen wir mal less. Less ist ein Editor, der ähnlich wie cut, oder ist ein Programm, der ähnlich wie cut die Datei ausgibt oder anzeigt. Also ich kann damit erstmal nichts editieren. Anders als cut, das aber nicht direkt in die Kommandozeile ausgibt, sondern im Endeffekt einen Lese-Editor aufmacht. Das heißt, ich kann jetzt hier mit den Pfeiltasten rauf und runter einfach nach oben und nach unten gehen. Und ich könnte sogar, wenn ich Shift 7 ein Slash tippe, unten mir eine Suchkonsole aufmachen und zum Beispiel mal nach sudo suchen, und dann springt er mir an die Stelle, wo er sudo gefunden hat. Also less ist einfach ein Lese-Editor, sag ich mal. So. Statt less könnte ich aber auch nach Inhalten greppen. Grep bedeutet, ich suche nach einem bestimmten Griff und lasse mir diese Zeile anzeigen und alle anderen nicht. Suchen wir mal nach sudo. Und dann haben wir quasi das Gleiche, was wir vorher in less hatten. Wir haben nach sudo gesucht. Allerdings grep entfernt gleich alles andere, was nicht getroffen hat. Und dadurch kann ich lange Ausgaben sehr einfach minimieren auf das, was ich eigentlich haben möchte. Und hier haben wir auch genau schon die sudo als Datei. Das ist die wir editieren wollen. Und das bringt mich zu einem kurzen Exkurs in Dateiberechtigungen. Dateiberechtigungen in Linux teilen sich in drei Gruppen auf. Wir haben die Berechtigungen für root, das sind drei Punkte, oder beziehungsweise für den Benutzer, das sind drei, wer auch immer diese Datei besitzt. Dann haben wir drei Berechtigungen für die Gruppe, die dieser Datei zugewiesen ist. Und dann haben wir drei Berechtigungen für alle anderen Personen, die in dem System arbeiten. So, in diesem Fall sehen wir, dass die sudo-Datei zwei Namen vorne stehen hat, root und root. Das bedeutet, der Benutzer oder der Besitzer der Datei ist root. Machen wir mal so. Die Gruppe ist auch root. Und alle anderen sind natürlich alle anderen. So, wir gehen jetzt da mal durch und schauen mal. Ganz vorne ist noch ein Strich. Der ist extra von dem Ganzen. Da werden besondere Berechtigungen angezeigt oder besondere Eigenheiten angezeigt, wie zum Beispiel bei der sudoers.d. Bei dem Eintrag steht ganz vorne ein d für Directory. Also die sudoers-Datei hat einfach nur den Strich, das ist eine Datei. Die sudoers.d-Datei ist eine Directory. Für uns sind jetzt aber erstmal nur diese drei Gruppen interessant von jeweils drei Berechtigungen. Und hier haben wir bei root ein r und bei der Gruppe auch ein R, und bei alle haben wir gar nichts. Die Berechtigungen, die wir setzen könnten, wären Read, Write und Execute. Das sind quasi die vollen Berechtigungen, mehr kann man nicht setzen. Natürlich könnte ich diese Berechtigungen für alle drei Gruppen setzen, dann hätte ich wirklich quasi jeder darf alles, wollen wir natürlich nicht. Gesetzt sind jetzt aber tatsächlich nur Read für die Gruppe Root und für den Benutzer Root. Das heißt, selbst als Root kann ich diese Datei nicht editieren. Und das werden wir sehen, wenn ich mal den Texteditor vi hernehme und dann die etc sudoers-Datei angebe, kann ich die zwar öffnen, lesen darf ich ja, man sieht aber unten, ganz unten in der untersten Zeile, read only. Das heißt, da ist erstmal nichts, was ich reinschreiben kann, wenn ich in den Insert-Modus vi arbeitet mit Modi. Das heißt, ich bin jetzt gerade im Befehlsmodus und könnte mit Doppelpunkt hier Befehle eingeben, zum Beispiel den Befehl Q. Das würde bedeuten Quit, gehe aus der Datei wieder raus. Jetzt bin ich hier wieder aus der Tab 3 draußen und wieder in der Kommandozeile. Ich könnte auch mit W die Datei schreiben. Da wird mir aber gesagt, das ist eine Read-Only-Option. Ich kann die nicht schreiben. Ich könnte das Ausrufezeichen hernehmen, also W Ausrufezeichen, um das zu überschreiben, also um quasi sagen, hey, ich bin root, ich will es trotzdem schreiben. Kann ich natürlich in diesem Fall machen, ist aber, sage ich mal, nicht die feine Art. So,
Was wir aber stattdessen machen können, schauen uns doch mal die Sudo-Datei an. Ich kann übrigens auch anstatt zu crepen natürlich mir einfach die Sudo-Datei direkt anzeigen lassen. Ich muss nicht immer mir den Ordner anzeigen lassen und dann mit crep da durchgehen. Es ist einfach nur ein schöner Weg, nach Dateien zu suchen, wenn man nicht den genauen Namen weiß und vielleicht nur weiß, da müsste Sudo drin vorkommen oder irgendwas anderes. Vielleicht fängt es nicht mehr Sudo an, man weiß es ja oft nicht. Genau. So. Statt das so zu machen, dass ich einfach als Root quasi sage, ich bin Root, ich darf alles, lass mich schreiben, könnte ich es auch einfach auf die Art und Weise bearbeiten, wie das speziell für die Sudo-Datei gedacht ist, nämlich mit dem Befehl wie sudo. Und wie sudo brauche ich überhaupt die Datei gar nicht anzugeben, weil wie sudo ist wirklich nur für das Bearbeiten der Sudo-Datei. Und wenn man sich das erste Kommentar in der Datei auch schon anschaut, this file must be edited with the vsudo-Command as root. Also das soll tatsächlich so gemacht sein. Lustigerweise, trotz dem Namen vsudo wird hier nicht vi aufgerufen, sondern der Editor Nano. Das liegt an den Systemeinstellungen. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier jetzt zum Beispiel einen neuen Benutzer rein tun. Ich könnte jetzt hier sagen fmore und dann die gleichen Berechtigungen wie das auch bei dem Root-Benutzer der Fall ist, dann könnte ich als fmore auch ganz einfach sudo verwenden. Ist aber natürlich nicht so schick, wenn ich jeden Benutzer einzeln eintrage. Stattdessen habe ich hier unten schon eine Gruppe. Prozentzeichen bedeutet, hierbei handelt es sich nicht um einen Benutzernamen, sondern eine Gruppe. Und das ist die Gruppe sudo. Und die Gruppe sudo darf das auch alles. Das heißt, ich kann hier eigentlich wieder rausgehen. Ich brauche auch gar nichts speichern, weil ich habe nichts wirklich geändert. Und anstatt die Sudo-Datei zu editieren, möchte ich den Benutzer fmore einfach der Gruppe sudo hinzufügen. Das kann ich mit dem Befehl usermod, also usermodification. Ich möchte einen Benutzer ändern. Ich möchte den hinzufügen, und zwar den fmore-Benutzer möchte ich der Gruppe sudo hinzufügen. Also minus a fmore minus g sudo. So. Wenn bei Linux keine Rückgabe zurückkommt, heißt es immer, alles ist gut gelaufen, alles ist wunderbar, wir können ganz normal weitermachen. Wir können uns jetzt mal erstmal mit ID unsere eigenen Informationen anschauen. Wir sind Root, wir haben die UID, also User-Identifizierungsnummer 0, wir haben die Gruppen-ID 0, wir sind auch der Gruppe Root zugewiesen, und unter Groups sehen wir auch, welchen Gruppen wir zugewiesen sind, nämlich aktuell tatsächlich nur der Gruppe Root. Wir können uns mit ID aber auch fmore anzeigen lassen. Und da sehen wir, fmore ist Teil von wesentlich mehr Gruppen, weil es ein normaler Benutzer ist. Der hat die UID 1000. Normale Benutzer werden normalerweise ab 1000 und dann aufwärts gehend angelegt, es sei denn, das ist explizit anders konfiguriert. Die Gruppen-ID von der Gruppe fmore ist auch 1000. Und der Benutzer fmore ist in den Gruppen fmore, CD-ROM, Floppy, inzwischen auch sudo, audio, dip, video, plugdev, netdev. Das heißt, wir könnten uns jetzt mit exit wieder abmelden, und wir sind natürlich nicht wieder an dem Login-Fenster, weil wir ja mit su vorher einfach nur den Kontext gewechselt haben. So, hier kann ich jetzt auch nochmal eine ID eingeben, da sehen wir auch wieder die Gruppen. Hier sehen wir aber, dass sudo jetzt gerade noch fehlt. Der Hintergrund ist, ich habe zwar sudo inzwischen hinzugefügt, das hatten wir ja vorher unter root gesehen. Fmore hat davon aber noch nichts mitbekommen. Das heißt, fmore muss ich jetzt erstmal nochmal abmelden und wieder anmelden. Das heißt, ich gehe mit exit nochmal raus. Fmore wieder rein. ID. Und jetzt sehen wir auch die sudo-Gruppe. Und jetzt kann ich auch als fmore sudo whoami eintippen. Ich brauche wieder als fmore mein Passwort, und jetzt kann ich Sachen auch als Admin ausführen. Ja, das war es wieder für heute. Nächste Woche schauen wir uns noch an, wie wir den OpenSSH-Server installieren können, damit wir ein bisschen bequemer das Ganze administrieren können und damit man auch Server administrieren kann, zu denen man kein direktes Fenster hat, wie jetzt hier in dem Fall mit VirtualBox. Und dann werden wir uns endlich darum kümmern, auch mal MySQL-Server zu installieren, damit wir eine Datenbank haben, Apache zu installieren, damit wir einen Webserver haben und uns die Anwendung vorzunehmen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Denkt daran, den Channel zu abonnieren und unsere Newsletter. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, rein damit in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao.